willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public. Zusammen mit dem Toledo, dem Manni, dem Michael, dem Paul und dem Uwe. Einen wunderschönen. Hallo. Hallo. Servus, die Herren. So, ganz wichtige Information, Uwe. Oh. Ja. Nee, das bringt nichts. Ich drehe doch da mit meinem. Ich habe die Presse extra umgestellt. Ne? Steht jetzt auf 150, ist aber halt noch 87% von den Ballen drin. Dahinter kannst du schon, aber also ich bin stolz auf dich. Einer wird halt noch groß werden. Wir haben gerade ganz kurz zwischen der Folge gesprochen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass so ein Striegel ja eigentlich gar nicht schlimm ist und ganz okay. Ich versuche ihn gerade zu kaufen, aber irgendwie. Warte. Jetzt! Wir haben beide. Ich habe gerade Warte gesagt und du sagst jetzt, fuck. Wir haben zwei gekauft, wir Idioten. Zwei was gekauft? Striegel. Also, Striegel. Bei mir hat er angezeigt, und zwar so ungefähr 30 Sekunden lang, dein Kaufwert wird getätigt. Dann haben wir jetzt auch genug von den Dingen. Einen gleich wieder weg. Bei mir hat er ungefähr sofort gesagt, nee, funktioniert. Ja, vor allem hat er eine 14 gekostet, einer hat 36. Einer hat einen gebrauchten gekauft, einer hat jetzt einen nagelneuen gekauft. Echt? Der guckt doch dran, oder nicht, wenn ihr beim Händler seid. Ich weiß nicht, was das Ding normalerweise kostet. Nee, da steht nur gehört. Moment. Das Ding hier ist 0 Monate, fährt 39.600. Ja. Der eine ist nagelneu. Okay, komm, warte, dann gucken wir, was der normal kostet. 45. Ja, warte, verkauf doch den du da gekauft hast. Was bringt der? 39 und ein bisschen, sagt er. 39,6. Also 5.400. Ja, dann bin ich jetzt einfach mal nicht so. Da haben wir uns leider gerade einfach viel ver... Wo ist jetzt der andere hin? Den nimmt der Paul schon mit? Oh, Alter, ich dachte gerade, Toledo schleppt den jetzt mit der Superkraft nach Hause. Das wäre geil. Nein, so bescheuert bin ich nun auch wieder nicht. Naja. Aber da könnte jetzt ja einer das Feld noch striegeln. Ja, mach ich gleich, genau. Also die 14, die... Bin eh fertig mit Sammeln, dann striegel ich die gleich noch. Die 14 und die 9. Okay, und was tue ich denn jetzt so? Ja, keine Ahnung. Auf zweiten Striegel kannst du ein bisschen mitstriegeln. Finde ich geile Idee, Micha. Finde ich eine gute Idee. Hat einer Bock auf eine Flugmission? Fährt 52 unten. Ist groß, aber mit zwei Flügen machbar, würde ich sagen. Ich wäre dabei. Warte, wir haben noch gut 30 Minuten. Wollen wir lieber nur für 20 machen? Mir egal, bin dabei. Sonst hätte ich auch mitgemacht. Also, ich bin noch ein bisschen beschäftigt mit Probern. Ja, ich bin nämlich jetzt gleich fertig mit Düngen mit 30. Arbeitssuchend. Vielleicht findest du auch eine kleine Mission, Uwe, wenn du möchtest. Ja, alles gut. Kannst du magst ja auch einfach eine Düngemission nach der anderen noch durchkloppen. Ach stimmt, du hast ja den Düngerstreuer. Genau, an Düngemission hatte ich auch gedacht, aber ohne Düngerstreuer bringt das nichts. Ja. Wo stehen denn unsere Flüge? Hier vorne. Ja, okay. Kannst du bitte den grünen nehmen? Ja, wenn ich... einfach, das war nur eine Frage. Welche Felder soll ich striegeln? Die 9, die 14 und das, was gerade noch angesehen wird. Okay. Das ist eigentlich ein komischer Bug hier manchmal, dass hier diese komischen VCA-Bahnen sich an den Traktor anpassen und mitbewegen. Keine Ahnung, das hat der Steyr auch schon gehabt und der JCB hat es jetzt auch. Der Axion macht das auch. Können wir die mal bitte zurücksetzen? Wäre das ganz kurz möglich für euch? Ungern. Ich meine, das bringt nichts, das haben wir beim Steyr auch schon probiert. Ja, der Steyr ist, glaube ich, vom Mod her so. Aber der Rest sind Giant-Standard-Maschinen. Wäre ich jetzt nicht so begeistert, wenn ich hier zurücksetze, weil die benutze ich gerade zu krubbern. Ja, alles gut. Und ich bin beim Einsehen. Eben.
So, welches Feld wolltest du jetzt 20. machen? 20. Raus aus dem Hof und danach... Rechts. Danach eigentlich links, aber... Ja, okay. Raus aus dem Hof und dann... Aus noch dem Hof, eine weiter hinter der 14 müssen wir links. Ja, aber erstmal rechts aus dem Hof raus. Ja, gut, aus dem Hof runter, ja. Passt. Aber haben wir jetzt echt einen schwarzen Traktor und einen grünen Traktor und einen schwarzen Flug und einen grünen Flug? Naja, man könnte jetzt sagen, das ist reiner Zufall. Oder... Wo ist Rainer? Rainer, ja, Rainer hat uns den gemacht. Nee, Detlef heißt unser Händler immer. Achso. Unser Händler heißt immer Detlef. Seit Anbeginn. Ich glaube, er hieß früher auch schon Detlef. Ist er Detlef? Müsste ich Mike fragen, der weiß das bestimmt noch. Ah! B! C! Jo, mach mir ein Bananenbrot. Oh, lecker Bananenbrot. Wäre geil. Gibt's bei uns, gab's bei uns leider schon Ewigkeiten nicht mehr. Mein Großer ist gegen Bananen allergisch. Dein Großer ist gegen alles allergisch. Mein Großer ist, ja, tatsächlich leider wirklich gegen alles allergisch. Das ist sehr, sehr schade. Du wolltest aber nochmal die frischen Erdbeeren versuchen bei uns. Scheiße. Ja. Habt ihr noch welche? Ein paar sind noch da. Wir haben auch schon Ableger fürs nächste Jahr schon wieder. Bin gerade noch im Gewächshaus und wachsen an. Ja, bei mir wachsen auf dem Balkon. Ja, wir haben im Gewächshaus auf dem Hochbeet. Bei mir arg wachsen im Gartenwild. Die haben sich einfach selber gezogen. Ja, wir haben zwei riesen Hochbeete. Deswegen, das eine ist voll mit Erdbeeren. Und sind gerade die Stachelbeeren reif? Ja, bei uns ist gerade alles. Tomaten haben wir jetzt die Woche die ersten gegessen. Kirschen. Ja, Kirschen. Die Kirschen, die sind ja schon länger. Die sind ja schon länger da. Die haben wir schon eingefroren. Schön, mit oder ohne Proteinquelle? Ohne. Okay. Also ich sag mal 90% ohne. Ja, da hast du ja Glück. Es gibt ja auch tatsächlich, ne, hast du eher so 90% mit Proteinquelle. Sind ja meistens dann die man einfach dankend dran hängen lässt für Vögel oder so. Ja, ich habe gestern und Toledo und ich nochmal über unterhalten. Also ich habe die gepflückt vom Baum und eine Stunde später, wo ich fertig war, wo ich so 10 Liter da runtergeholt habe, saßen auf einmal 20 Vögel im Baum. Haben sich da einmal gegönnt. Ja, ist doch okay. Also ich finde das nicht schlimm. Nö. Da war ich gerade fertig, mehr oder weniger, mit Ernten. Da kamen sie auf einmal an und haben und die Vögel. Haben sich halt auch noch mal ein paar geholt. Ja. Kann ich hier nicht auch einstellen, dass er weniger Saatgutdünger verbrauchen soll? Nein. Nee? Wir haben kein Position, nein, wir haben kein Position Farming drauf. Nein, haben wir nicht. Können wir nicht. Du kannst nur die Arbeitsbreite verringern, aber das würde nur dafür sorgen, dass du länger arbeitest. Ja, nee. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte nur, ich könnte das auch noch einstellen, dass ich die weniger verbrauche. Weil auf der 5 wird, glaube ich, so ein bisschen an Saatgut durchgehen. Ja, Dünger. Ja. Na gut, gibt knapp 28.000, ne? Kostet aber auch, ne? Ja, ja. Aber ich schätze mal 10.000 für Saatgut. Der Rest ist unser. Gut aus, was wir hier fahren, Toledo.
Ja, finde ich auch. Da sieht man direkt, wir sind hoch ambitioniert, wenn es um Missionen geht. Wow, knapp 14.000, sagt er an Materialkosten. Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Lohnt sich dann gar nicht mehr so sehr, sagst du? Na gut, hast du immer noch 15.000 dann plus. Ja, alles gut. Fährst du da gerade, Toledo? Ich fahre noch Vorgewänder. Ah, okay. Ich dachte, du bist da drüben in Baden eingestiegen. Nein. Bist du in Baden eingestiegen? Nee, ich habe hier nur einmal halbherzig hoch, weil dann war hier das Dings fertig. Einmal kurz hier aus. Das Inselchen? Ja, das Zwischenstück zwischen der Insel, genau. Ich bin gerade einmal um die Insel rum und fahre jetzt hier tatsächlich auch weiter. Wäre jetzt irgendwie ein bisschen Freestyle gefahren. Durch die Insel macht VCA gerade irgendwie so wenig Sinn. Wir können irgendwie, aber auch ja. gerne weiter Vorgewände einfach fahren. Nö, ich brauch keinen. Immer im Kreis. Ich brauch keine Bahn. Okay. Guck mal, der Spätzügler kommt auch noch. Eine Frage. Ja. Kann das auch dran liegen, dass das VCR neu gemacht werden muss mal? Gab's eigentlich nicht. Ja, als Update oder? Eigentlich nicht, weil warum soll es auf einmal nicht mehr funktionieren? Ja, weil es bei mir schon wieder nicht funktioniert. Kann's vergessen. Nabend. Nabend. Anni, soll ich es dir einstellen, dass du nur noch loslegen musst oder? Ja, ich fahre hier Bahn, aber ich krieg das VCR nicht eingestellt. Willst du sonst hier mit Toledo flügen und ich guck bei dir? Aber wenn du mir das mal guckst, dass das eingestellt wird, ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Keine Ahnung, welcher bist du denn? JCB. Ja, hahaha, da. Dann steig mal aus. Ich kann es hier nicht einstellen, weil ich habe das nicht auf der Tastatur gelegt. Ich habe mir es auf die Maus gelegt, alles. Er springt immer wieder raus. Er fährt erst eine Zeit und dann ist auf einmal wieder weg. Dann steuert er immer da, wo ich hin will, nicht. Nach rechts hin oder nach links hin. So, wenn du jetzt einfach anmachst und Tempomat, dann solltest du direkt schon die eingeschlagene Bahn haben. Manifeste mit Lenkrad oder mit Controller? Jetzt hat er es. Dann versuch mal. Aber gute Frage von Uwe. Fährst du irgendwie mit Controller, Joystick oder so? Gamepad. Also die von. Ja, das kann sein, wenn das mal wieder rausfliegt, dass du eventuell dagegen gegen die Lenkung kommst, dass es dann wieder rausfliegt. Ja, oder der Controller hat einen Defekt. Das kann auch sein, dass hier das kann ja, auch sein. Ein Stick ist hier Stick. Ja. Stimmt. Dass du deswegen halt jedes Mal, dass die wie jedes Mal rausfliegt, die VCA-Bahn. Dead Zone einstellen. Beim Stick Drift hilft keine Dead Zone. Nee. Okay. Da ist der Controller meist in die allerwerteste. War doch gar nicht so alt. Das muss nicht viel heißen, wenn das Ding viele Benutzung ist. Ja, das stimmt.
Kommt auch mal drauf an, was man für einen Controller hat, ne? Ja. Wie hochwertig der verarbeitet wurde. Auch da gibt es ja Unterschiede tatsächlich. Ja. Wenn ich an meine PlayStation Controller denke, da habe ich ich habe eine PlayStation 4, die allererste, noch diese richtig dicke. Und von außerdem baue ja auch die Controller und die haben bis heute kein Stickdrift. Ja, andere sagen, oh, hab schon 5 neue gekauft. Gut, ich war nie der riesen Konsolenspieler, aber auch nach Jahren funktionieren die noch gut. Ja, das Problem ist, ich muss die ja auch benutzen, ich weiß. Nach 20 Spielstunden sollten die das doch noch nicht haben, ne? Genau. Nee, aber ja, ein bisschen mehr habe ich schon gespielt. Das Problem bei den Controllern ist, ich sag mal, Sony, Xbox, also Microsoft und wie sie alle heißen, die ganz großen Hersteller, die benutzen für die Analogsticks, benutzen die Potentiometer. Und die sind nun mal mechanisch und verschleißen. Und es gibt so ein paar Hersteller, die benutzen verschleißfreie Hall-Sensoren dafür. Und da gibt es dann auch kein Stickdrift. Was halt aber auch ein bisschen mehr, ne? Naja, so viel teurer sind die gar nicht. Das sind welche aus dem Zubehör, die meistens günstiger als die originalen sind. Hm, okay. Ich habe ja einen aus dem Zubehör. Aber auch schon guten. Manni, ich wollte jetzt nicht sagen, dass du einen schlechten Controller gekauft hast, um Gottes Willen, bitte. Das nicht, aber es kann sein, dass der jetzt so langsam eine Macke wieder hat. Das halt immer von den Spielstunden dann auch abhängig, ne? Ja, genau. Wie viel das Ding jetzt schon getan hat. Das kann ja auch in einem halben Jahr kaputt sein, wenn du da 500 Stunden drauf hast oder was denn, ne? Ja, ja. Ah, gut, dann ist er mal wieder fällig, ein neuer. Ja. Ja, nicht unbedingt. Wenn du normal geradeaus fährst, fängt er dann an, immer wieder mal in irgendeine Richtung zu lenken. Ja. Na, dann wird das Stickdrift haben. Ja. Also Stickdrift ist dann daran zu erkennen, zum Beispiel, du fährst eine Rechtskurve, lässt den Stick los und er fährt diese Rechtskurve in einer leichten Kurve weiter. Naja, er fährt normal weiter auf gerader Strecke und dann irgendwann fängt er an zu wackeln. Fährt er von alleine raus, hier aus der Spur. Ja, aber das ist kein Stickdrift. Wenn du geradeaus fährst und fährst nur geradeaus und hast das Lenkrad los, nichts dran, und er zieht dann nach rechts weg. Das klingt für mich aber danach, dass er eben ein falsches Signal bekommt. Ja, es kann sein. Ah ja, ist ein neuer fällig. Ja, die kannst du aber auch reparieren, ne? Ja. Wenn du ein bisschen handwerklich geschickt bist oder so, dann kannst du die Dinger ja austauschen. Ja, mein Sohn kommt bald. Der macht das dann. Ja. Perfekt. Guti, ich würde sagen, während Manni dann quasi noch auf Sohnemann wartet und die handwerklichen Skills, sind wir für den heutigen Tag erstmal fertig. Wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Lasst gerne ein Däumchen nach oben, dann mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.